In den letzten Tagen konnte man jetzt, egal wo man wollte, überall irgendwo mal lesen, dass Singapore Airlines jetzt den ersten neuen Airbus A350 ULR bekommen hat. Das sollte für uns Grund genug sein, um uns mal ein bisschen über dieses Flugzeug zu unterhalten. Wofür steht das ULR? Was bedeutet das? Was kann man mit diesem Flugzeug anstellen? Und vor allem, was kann Singapore Airlines mit diesem Flugzeug anstellen? Das Ganze gehört natürlich zum Thema Ultralangstrecken, über die man auch mal sprechen kann, denn die Verbindung von Australien nach London, die Verbindung Perth-London, gibt es jetzt auch mittlerweile schon wieder seit 6 Monaten. Die wird von Qantas bedient mit einer Boeing 787-9 und die scheinen damit richtig zufrieden zu sein. Tja, und ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen und Kommentare zu diesem Thema, denn wenn man mal 16 oder 17 Stunden oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger in einem Passagierflugzeug verbringt, dann hat man wahrscheinlich einiges zu erzählen. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, bevor wir mit dem A350 und den Ultralangstrecken anfangen, wollte ich euch heute unbedingt noch ein Video zeigen. Das habe ich im Internet gefunden, beziehungsweise, ja, was heißt gefunden? Es wurde mir vorgeschlagen, weil man musste nicht sonderlich lange danach suchen. Ich denke mal, viele von euch haben das bereits auch schon gesehen und dennoch wollte ich das heute unbedingt erwähnen. Und zwar seht ihr in diesem Video hier einen Airbus A320 der Saudi Arabian Airlines nach der Landung in Dubai, wie er jetzt zu seiner Parkposition rollt. Und an diesem Tag, das war letzte Woche Donnerstag, am 20. September, sollte dieser A320 von dieser Fluggesellschaft einen sogenannten Water Salute bekommen. Damit erweist man jemandem eine gewisse Ehre. Habt ihr bestimmt schon 1000 Mal in irgendwelchen Videos gesehen, wie auch immer. Das gibt es zum Beispiel auf Erstflügen zu neuen Destinationen oder das gibt es auf letzten Flügen mit einem gewissen Flugzeugtypen, auf letzten Flügen eines bekannten Kapitäns oder wie auch immer. Und an diesem bestimmten Tag, letzte Woche Donnerstag, bekam dieser Saudi Arabian Airlines A320 jetzt eine solche Wasserfontäne, um den 86. Geburtstag des Landes zu feiern und somit seitens der Vereinigten Arabischen Emirate, dem Land Saudi-Arabien, eine gewisse Ehre zu erweisen. Dafür gab es die Wasserfontäne. Ja, und ihr seht in dem Video, irgendwas läuft da nicht so ganz richtig. Das von uns aus gesehen rechte Feuerwehrfahrzeug spritzt seine Wasserfontäne nicht dahin, wo es eigentlich hin soll. Und dann bewegt sich diese eine Wasserfontäne langsam wieder nach unten und schießt doch tatsächlich einen der Overwing-Exits durch. Und dann bläst die Notrutsche des A320 auf. Also hier hat etwas wirklich nicht so funktioniert, wie das eigentlich gedacht war. Das ist echt richtig blöd gelaufen. Und ihr kennt das vielleicht von den Safety Cards von irgendeinem A320. Diese Notfenster, die könnt ihr oben entriegeln. Die fallen euch dann quasi direkt auf den Schoß und ihr müsst die dann so ein bisschen drehen und schmeißt sie dann aus dem, ja, jetzt geöffneten Fenster einfach raus. Und dann könnt ihr dementsprechend durch das entstandene Loch aussteigen. Jetzt hat aber von außen wohl jemand ein bisschen zu doll gedrückt. Der Overwing-Exit kam auch rein. Ich weiß leider nicht, ob dabei irgendjemand verletzt wurde. Kann aber natürlich, wenn da jemand saß, durchaus sehr gut sein. Und normalerweise ist das so, dass wenn man Flugzeugtüren von außen öffnet, obwohl innen noch die Rutsche scharf gestellt ist quasi, dann wird das deaktiviert, damit derjenige, der von außen gerade die Tür aufmacht, das Ganze jetzt nicht volle Möhre ins Gesicht geschossen bekommt. Aber das ist bei den Notfenstern des A320 nicht so, da man die normalerweise nicht von Tragflächenseite aus öffnet. Die Rutschen sind da immer scharf gestellt. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit, wie das ein Mechaniker deaktivieren kann. Ansonsten sind die Dinger immer in der scharf gestellten Position. Und aus dem Grund bläst in diesem Fall jetzt auch die Rutsche auf. Das sind Dinge, mit denen man sicherlich wirklich nicht rechnet, aber sie passieren irgendwie immer wieder und meist sind sie ziemlich sehenswert, deswegen wollte ich euch das heute auf keinen Fall vorenthalten. Aber jetzt lasst uns mal ein bisschen über den neuen Airbus A350 ULR sprechen, also in der Ultra Long Range Variante. Das Ding ist eigentlich vergleichbar mit der Basisversion des A350, sprich dem ganz normalen A350-900, der seitens Airbus ja so schon mal ganz akzeptable Werte liefern kann. Singapore Airlines ist übrigens bis zum jetzigen Zeitpunkt der einzige Kunde des A350 ULR und hat bis zum jetzigen Zeitpunkt 7 Stück davon bestellt und wird sie jetzt nach und nach ausgeliefert bekommen. Und der ganz normale Airbus A350-900 bietet laut Airbus-Angaben in einer ganz normalen 3-Klassen-Konfiguration, sprich mit einer First Class, einer Business Class und mit einer Economy Class, schon mal Platz für 325 Passagiere und kann damit gut 15.000 Kilometer weit fliegen. Das ist schon eine ganze Menge und reicht auch schon, um fast jedes Städtepaar auf der Welt miteinander zu verbinden. Unter guten Bedingungen würde es sogar funktionieren, mit dem A350-900 vollbeladen in Frankfurt zu starten, damit dann nach New York zu fliegen und direkt wieder umzudrehen und dann die Strecke auch wieder zurückzufliegen. Das ist also schon mal echt ganz ordentlich. Von London nach Sydney, also für das gern genommene Beispiel von nahezu unmöglichen Ultralangstrecken, dafür reicht es dann aber auch noch nicht ganz, denn die Entfernung zwischen diesen beiden Städten beträgt ungefähr 17.000 Kilometer. Ja,
und da kommen dann Flugzeuge wie der A350ULR ins Spiel. Während der A350-900, also die Basisversion und somit auch die Basisversion für die ULR-Variante, gut 141.000 Liter Sprit tanken kann, was ungefähr der Tankkapazität des deutlich kleineren A330-200 entspricht, der mit dieser Menge an Sprit und in drei Klassenkonfigurationen gut 260 Passagieren nur in Anführungszeichen 13.500 Kilometer weit kommt. Während der A350 also 141.000 Liter tanken kann, kann der A350ULR nochmal 24.000 Liter mehr tanken und kommt damit auf eine Tankkapazität von 165.000 Litern. Das ist immerhin mehr als das Sechsfache an Sprit, was ein A320 tanken kann. Aber ich zerrede die Zahl auch gleich wieder. Es ist auch nur gut die Hälfte von dem, was ein Airbus A380 tanken kann. Denn der hat nämlich eine Tankkapazität von ganzen 320.000 Litern. Aber das ist auch nochmal eine ganz andere Liga für sich. Und es kommt ja auch nicht nur darauf an, wie viel Sprit dann wirklich in ein Flugzeug reingeht, sondern was das Flugzeug dann auch daraus machen kann. Und somit schafft der Airbus A350ULR mit seinen 165.000 Litern Sprit versprochene 18.000 Kilometer Reichweite mit ebenfalls 325 Passagieren in einer Dreiklassenkonfiguration an Bord. Singapore Airlines setzt aber natürlich nicht 325 Leute in dieses Flugzeug rein, sondern es passen bei dieser Fluggesellschaft in den A350ULR 94 Leute auf Premium Economy Class Sitze und nochmal 67 Leute auf Business Class Sitze. Somit kommt man auf eine Sitzplatzkapazität von 161 Sitzen in diesem Flugzeug. Das sind gut 30 Sitze weniger als zum Beispiel in einem All Echo A320. Also ihr merkt schon, das ist ein recht besonderes Flugzeug mit einem recht besonderen Produkt. Dieses besondere Produkt braucht es aber auch, denn Singapore Airlines wird bereits ab dem nächsten Monat mit diesem neuen Flugzeug die Strecke New York-Singapur bzw. andersrum wiederbeleben. Die Strecke gab es schon mal, ihr erinnert euch bestimmt daran, die gab es bis 2013, war da dann bereits knapp 9 Jahre im Programm der Singapore Airlines zu finden und die sind damals geflogen mit dem A340-500. Der hatte auch eine ziemlich beeindruckende Reichweite, hat für diese Strecke oder musste für diese Strecke aber gut 220.000 Liter Sprit mitnehmen und hatte an Bord bei Singapore Airlines 100 Business Class Sitze. Und da erkennt ihr schon den Unterschied. Der A350ULR scheint deutlich effizienter zu sein. Diese Strecke soll also ab dem nächsten Monat wiederbelebt werden und der neue A350ULR soll dann damit diese Strecke auch erst einmal wirtschaftlich machen. Denn das war sie mit dem A340-500 nicht. Und damit ist das dann auch wieder der längste kommerzielle Linienflug der Welt. Kann gerne mal 18,5 Stunden dauern. Und falls sich jemand von euch fragt, was man auf diesem Flug denn für einen Boardservice genießen kann, in der Premium Economy Class bekommt man als Passagier dann während des Fluges verteilt 3 Mahlzeiten. Dazwischen gibt es immer wieder Snacks. Und in der Business Class, das gibt es aber mittlerweile bei so gut wie jeder Premium-Fluggesellschaft, kann man frei wählen, wann und wie viel man essen möchte. Außerdem setzt man dabei wohl auf Lebensmittel, die einen für die Dauer des Fluges fit halten sollen, sprich man setzt auf Vollkornprodukte und, so heißt es zumindest in einer offiziellen Mitteilung der Singapore Airlines, auf proteinreiche Nahrung, also nichts Versalzenes und ja, ordentlich gezuckertes, wie das vielleicht manchmal sonst der Fall ist. Und ziemlich genau so wird es dann übrigens auch auf der darauffolgenden Ultralangstreckenverbindung von Singapore Airlines aussehen. Die kommt nämlich im November mit dem zweiten A350-900ULR dazu. Und zwar geht es dann von Singapur nach Los Angeles. So viel also erst einmal dazu. Und jetzt schauen wir noch mal ganz kurz bei den Australiern vorbei. Denn die fliegen mittlerweile schon seit 6 Monaten die Strecke von Perth nach London. Auch eine Ultralangstreckenverbindung, eine Ultralangstrecken-Non-Stop-Verbindung. Qantas fliegt diese Strecke mit einer 787-9. Und nur um das mal ganz kurz mit den Zahlen abzuhaken, dieses im Vergleich zum A350-900 etwas kleinere Flugzeug kann knapp 130.000 Liter Treibstoff tanken. Das ist ja nicht ganz, aber das sind ja doch mehr als 100.000 Liter weniger als das, was in eine 747-8 Intercontinental reingehen. Aber das Flugzeug ist ja auch deutlich leichter und deutlich kleiner. Und damit, mit dieser Menge an Sprit, kommt die 787-9 gut 15.000 Kilometer weit. Die nötigen Reserven für einen solchen Flug schafft man übrigens, indem man natürlich nicht das an Sitzplätzen mitnimmt, was man eigentlich mitnehmen könnte. Sprich, das Flugzeug hat natürlich deutlich weniger Sitzplätze, als eine 787-9 eigentlich tragen kann. Und man nimmt deutlich weniger Fracht mit, als man sonst einladen könnte. Und dann schafft man so eine lange Strecke auch mit dem Dreamliner. Und damit ist dieser Flug ein schon existierendes Beispiel für eine ultralange Non-Stop-Verbindung, für die es eigentlich weitere Verbindungen mit Umsteigemöglichkeiten gibt, die nur ein paar Stunden länger dauern und die vor allem aber deutlich günstiger sind. Und genauso wird es dann auch im Falle des Fluges von New York nach Singapur bzw. andersrum sein. Und trotzdem, Qantas schaffte nach eigener Aussage in den ersten 6 Monaten eine ziemlich geniale Auslastung von 94%
90% in der Business Class und 92% in der Economy Class in diesem Flugzeug. Und das ist schon echt eine ganz ordentliche Zahl. Und es zeigt, dass durchaus mancher dazu bereit ist, das mehr Geld zu bezahlen und hier durchaus lieber nonstop von Perth nach London fliegt. Solche Verbindungen können also wirklich durchaus sehr gut funktionieren. Und mit ein bisschen Glück gilt das jetzt bald auch für die neue alte Singapore Airlines Verbindung von Singapur nach New York. Und für die Besatzung eines solchen Flugzeuges ist dieser ultralange Nonstop-Flug sicherlich auch eine ziemlich ordentliche Herausforderung. Man ist ja dann doch schon eine ganze Weile unterwegs. Und die Airlines handhaben das dann so, dass sie quasi zwei komplette Crews auf das Flugzeug setzen, sodass die dann die ganze Zeit dementsprechend durchrotieren können, dass jeder auf die ihm zustehende Ruhezeit kommt. Aber ein großer Schritt bleibt dann ja bis jetzt noch offen, und zwar die anfangs erwähnte ultralange Nonstop-Verbindung von Sydney nach London. Da warten dann Flugzeiten von ungefähr 20,5 Stunden auf uns, und das kann man zum jetzigen Zeitpunkt zumindest nicht gewinnbringend mit irgendeinem Passagierflugzeug dieser Welt fliegen, denn man könnte schlicht und einfach keine Passagiere mehr mitnehmen. Funktionieren würde das Ganze aber mittlerweile durchaus. Also es gibt auf jeden Fall Passagierflugzeuge, die so eine Strecke schaffen können. Zum Beispiel die Boeing 777-200LR. Die ist immer noch Rekordhalter. Man schaffte es mit diesem Flugzeug, es war damals noch ganz neu, vor gut 13 Jahren im Jahre 2005, 22 Stunden und 42 Minuten in der Luft zu bleiben, und in dieser Zeit legte man 21.601 Kilometer zurück. Das ist, wie gesagt, bis heute Rekord. Ich glaube, wir dürfen wirklich sehr gespannt sein, wie lange die Flugzeughersteller das noch weiter ausreizen werden, wie lange das auch noch Sinn machen wird, weil es ist halt nun mal ein Nischenmarkt. Also auch der A350-900 ULR wird sich nicht sonderlich oft verkaufen, weil es schlicht und einfach nur auf ganz, ganz wenig Strecken Sinn macht, ein Flugzeug in dieser oder mit dieser Reichweite einzusetzen. Also wir dürfen gespannt sein, wie lange die Flugzeughersteller das noch weiter ausreizen werden und auch noch weiter ausreizen können, bis man vielleicht dann irgendwann mal die Entscheidung trifft, okay, wir bauen jetzt wieder Flugzeuge, die schneller fliegen, die dann schneller als der Schall fliegen. Ansonsten nähern wir uns ja langsam aber sicher möglichen Flugzeiten von an die 24 Stunden an, die man dann als Passagier in so einem Passagierflugzeug verbringen könnte. Aber spätestens dann macht es ja auf jeden Fall keinen Sinn mehr, noch weiter fliegen zu können. Zumindest nicht im Fall eines Passagierflugzeuges. Es ist ab dem Zeitpunkt ja irgendwann völlig egal, von welchem Ort ich zum nächsten fliegen möchte. Entweder es geht schneller oder ich kann auch einfach die andere Richtung nehmen, dann bin ich auch schneller unterwegs. Ich kann zwar durchaus von Hamburg nach Frankfurt 39.600 Kilometer weit fliegen, ich kann aber auch einfach andersrum die 400 Kilometer Strecke nehmen. Denn bei einem ungefähren Erdumfang von gut 40.000 Kilometern macht es natürlich für keinen Flugzeughersteller dieser Welt, der Passagierflugzeuge baut, Sinn, Reichweiten von über 20.000 Kilometern anzupeilen. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Es waren auf jeden Fall eine ganze Menge Zahlen dabei. Und ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus diesem Video mitnehmen. Ein großes Dankeschön geht jetzt noch an Alfons raus. Der unterstützt mich nämlich seit gestern sehr großzügig und tatkräftig auf meiner Patreon-Seite. Vielen lieben Dank an dich für deine Unterstützung. Und dann schaut gerne mal im Aeronews Germany Forum vorbei. Da habe ich mittlerweile auch wieder ein paar Beiträge geschrieben. Und es sind mittlerweile echt ein großer Haufen an sehr interessanten Leuten zusammengekommen. Es sind einige Techniker dabei, es sind Ramp-Agenten dabei, die, glaube ich, noch eine ganze Menge zu erzählen haben, wenn sie denn wollen. Würde ich mich sehr darüber freuen, und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.